Heute ist das richtig stürmisch und das ist auch kein Wetter, um in den Wald zu gehen. Genau das richtige Wetter, um mal drin etwas zu basteln. Ich möchte mich heute mal an einem Spirituskocher probieren. Ich weiß, es gibt schon sehr viele Videos, wie man so etwas baut, aber ich habe noch keinen gebaut und ich möchte ja etwas lernen und möchte euch daran teilhaben lassen. Falls ich denn irgendetwas verkehrt mache oder nach eurer Meinung besser machen könnte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das unten in die Kommentare schreibt. Legen wir also los. Ich habe mich für einen doppelwandigen Dosenkocher entschieden und ich möchte ihn mit herkömmlichen Werkzeugen bauen, also nichts, was man nicht zu Hause hätte oder leicht zu besorgen wäre. Zuerst einmal ein Handschuh, ganz klar, ich möchte mich natürlich nicht schneiden. Ein Stück Papier, wozu ich das brauche, zeige ich euch noch. Ein Bleistift, Tesafilm, eine kleine Zange, ein Textmarker, solch ein Teppichmesser, so ein Schaschlikspieß. Das ist so ein kleiner Dorn, wie man ihn an einer Pinnwand benutzt. Eine Schere. Solch ein Brettchen, an dem ich ein Stück Klinge von einem Teppichmesser befestigt habe. Und ein Buch. Was für ein Buch das ist, spielt keine Rolle. Und dann natürlich Dosen. Ich habe hier drei Dosen. Ich hoffe, die werden mir ausreichen. Denn eigentlich kaufe ich keine Dosen. Und diese hier habe ich auch nicht gekauft. Die habe ich gefunden. Upcycling von Müll, würde ich jetzt sagen. Mein Dosenbrenner soll nachher 16 Löcher bekommen und ich möchte, dass sie gleichmäßig verteilt sind und dazu greife ich zu einem kleinen Trick und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Zuerst nehme ich meine Dose und ich möchte hier eine feine Linie haben, auf der ich später dann meine Löcher einstanzen werde. Dazu nehme ich mein Buch und bei mir ist das Seite 400. Und mein Marker. Jetzt habe ich hier eine schöne dünne Linie rundherum, auf der ich nachher meine Löcher stanzen werde. Jetzt möchte ich die Löcher machen und sie sollen ja gleichmäßig sein und ich greife zu einem kleinen Trick. Ich nehme ein Stück Papier und klebe es zusammen und zwar so, dass es genau hier über die Dose passt. Ungefähr so. Und nun beginne ich das Papier zu falten. Und zwar genau für die 16 Löcher.
Jetzt habe ich meine 16 Markierungen für meine 16 Löcher. Jetzt nehme ich das Papier, stülpe es über die Dose und fange mit der Markierung an. Jetzt habe ich meine Markierung und jetzt mache ich die Löcher. Im nächsten Schritt werde ich jetzt den oberen Deckel herausschneiden. Hier sollte man sehr vorsichtig sein. Man hat sich sehr schnell mit solch einem Teppichmesser in den Finger geschnitten und diese Verletzungen sind böse und tief. Deswegen ziehe ich einen Handschuh an. Es ist schon ein bisschen stumpf. Ich brauche eine neue Klinge. Der innere Rand ist sehr scharf. Man könnte ihn jetzt noch entgraten. Jetzt muss ich den oberen Teil abschneiden, ungefähr 3 cm. Und jetzt kommt mein Buch zum Einsatz und mein Brett mit dem Messer. Bei mir ist das Seite 95. Ich klemme mein Brett hier hinein. Und führe die Dose rundherum am Messer entlang. Man könnte das auch mit der Schere schneiden. Aber mit der Klinge ist es exakter. Das Bodenstück ist ungefähr 2,5 cm. Bei mir ist das Seite 173.
Jetzt geht es an die innere Wand. Dazu habe ich mir das Mittelteil hier der Länge nach aufgeschnitten. Und hier werde ich mir jetzt die innere Wand rausschneiden. Es hat schon mal jemand in einem Video erwähnt, dass der innere Radius nicht der gleiche ist wie der, den man hier oben bräuchte. Und deswegen schneide ich auch eher einen Bogen und kein gerades Stück ab. So sollte es jetzt aussehen. Jetzt passe ich den Boden ein. Unten ist es enger als oben. Ich passe es mir also genau rein. Und kontrolliere das nochmal. Ja, passt genau. So, jetzt mache ich unten einen kleinen Schnitt und falte es auseinander, dass es hält. Ungefähr so. Auf der anderen Seite mache ich jetzt auch noch ein, damit der Alkohol gut in die zweite Wand fließen kann. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich möchte diesen oberen Teil über den unteren schieben. Da beide den gleichen Durchmesser haben, ist das nicht so einfach. Das untere könnte kaputt gehen. Ich könnte einen zu starken Knick haben und der kleine Brenner würde vielleicht nachher nicht mehr funktionieren. Und deswegen werde ich da ein bisschen behutsamer vorgehen. Und jetzt kommt auch mein Holzstäbchen zum Einsatz. Ich mache jetzt ganz kleine Falten in den Deckel und kann hoffentlich nachher den oberen Teil drüber schieben. Könnt ihr sie sehen? Einmal rundherum. Ich weiß nicht, ob es reicht, deswegen versuche ich jetzt diesen Teil noch einmal ein bisschen zu erweitern mit Hilfe einer zweiten Dose. Jetzt bauen wir ihn zusammen. Wir setzen das innere Teil hinein und stülpen das obere Teil drüber und drücken es runter. Und hoffentlich funktioniert das. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die innere Wandung direkt unter dieser Falz liegt.
Und jetzt muss man aufpassen, dass die innere Wand direkt unter die Falz kommt. Jetzt ist er fertig und so sieht er aus. Ich werde ihn auch gleich mal ausprobieren. Aber zuerst möchte ich ihn noch ein bisschen hübsch machen. Ich habe hier solch einen Schleifschwamm. Mal sehen, ob ich die Farbe abkriege. Jetzt werde ich den Kleinen mal ausprobieren. Ich mache es dann gleich dunkler, damit man die Flammen besser sehen kann. Und da sind sie. Alle 16 kleinen Chats sind angegangen. Anscheinend habe ich alles richtig gemacht.